Hallo zusammen, ich habe euch heute eine ziemlich spannende Partie mitgebracht. Ein Spiel, was stark ist und sich nur auf einem ganz bestimmten Weg schlagen lässt. Ein Rätsel habe ich da jetzt auch draus gemacht, deswegen ist das hier gleichzeitig die Analyse und Lösung zu Rätsel Nummer 17, den Bullen 10. Ich habe erstmals 2004 von dieser Partie gehört. Damals hat mein Skatkamerad und Skat-Professor, wie ich ihn gerne nenne, Fabian Wolf, eine Menge interessante Partien als Rätsel formuliert, reine Textaufgaben damals noch. Und da zehre ich heute noch von, dass ich diese spannenden Geschichten auch in die elektronische Form als Skat-App-Rätsel überführe. Was ist also hier passiert? Um welchen Bullen geht es? Der Spieler in Hinterhand hat ein sehr starkes Spiel. Sechs Trümpfe mit Ass, 10, König, Dame, also beiden Trumpfvollen, Herz, Bube und eben in der Beikarte auch noch mit Kreuz, Ass, 10, König, ein richtiges Fund. Dann hat er noch drei Piken dabei, wovon er zwei natürlich drückt, den König und eine Lusche. Das sind ja nun mit Abstand die schlechtesten Karten, also die gehören in den Keller. Und dann spielt er hier diesen Karo. Reizung war auch nicht dagegen. Und wie in der Textaufgabe von damals habe ich es hier gleich mal mit offenen Karten hingelegt. Das erste, was man schnell sieht, Trumpf steht eigentlich ganz artig. Also es ist nicht so, dass der Spieler jetzt hier gegen 4 oder gar 5 Trumpf anläuft. Von daher ist es auch gar nicht so leicht, selbst mit offenen Karten diesen Siegweg für die Gegenpartei zu finden. Doch es gibt ihn, und wenn wir jetzt mal nur das Blatt von Vorhand betrachten, ist es ja jetzt eine Binsenweisheit, die häufig eben auch ihre Berechtigung hat. Auf den langen Weg eine kurze Farbe, sprich mit dem Pik Ass zu starten, umso deutlicher wird das hier mit offenen Karten, wo wir sehen können, dass der Alleinspieler gerade nur eine Pik Lusche dabei hat. Also Pik Ass, sicher der beste Aufschlag. Der Spieler in Mittelhand kann jetzt natürlich mit den offenen Karten da direkt die Pik 10 reinlegen. Wenn wir uns aber vorstellen, dass er am Skattisch mit verdeckten Karten sitzt, dann würde er das vielleicht noch nicht mal unbedingt riskieren. Allerdings, damit wir hier auf den grünen Zweig kommen, müsste er schon mindestens die Pik Dame legen. Alleinspieler bedient mit der Lusche, 14 Augen. Und jetzt, wo die kurze Farbe gezogen ist, wo wir also hier in Vorhand eine Farbe blank sind, sollte natürlich jetzt die starke Farbe gesucht werden, um den Alleinspieler auch zum Stechen zu bringen, also unsere starke Farbe. Herz Ass dürfen wir allerdings nicht spielen, das wollen wir im Spielverlauf sicher noch auf Pik oder auf Trumpf unterbringen. Also sagen wir mal hier einen Unterzug, letztlich ist es egal, ob hier die Lusche oder das Bild kommt. Und es ist auch nicht kriegsentscheidend, ob der Spieler in Mittelhand da jetzt irgendwie schon mit der 10 raufgeht. Sollte er wohl eher nicht machen. Denn der Alleinspieler hat sowieso nichts mehr abzuwerfen. Der wird also jetzt hier stechen, egal was da so auf dem Tisch liegt. Dann zieht er natürlich Trumpf und logischerweise sollte der Spieler hier jetzt nicht mit dem Kreuz Buben raufgehen. Auch wenn das dann seinem Partner noch zwei weitere Trumpfstiche garantiert, sondern den Kreuz Buben, den möchte er natürlich noch irgendwie in Pik investieren. Also erstmal unterbleiben, und das zwingt jetzt den Partner natürlich hier mitzunehmen, auch wenn es wenig Augen sind. Aber diesen Stich kann er natürlich dem Alleinspieler nicht überlassen, beziehungsweise das wäre dann wie Spielaufgabe. So. 14 im ersten, jetzt 16 Augen, und es ist natürlich klar, das kann der Spieler auch leicht erahnen. Sein Partner hat Pik aufgeschlagen, jetzt nicht nachgebracht, also logischerweise war Pik Ass blank, jetzt also die Pik 10 hinterher und an sich natürlich die Hoffnung, dass der Alleinspieler noch bedienen muss. Aber der hatte ja eine sonst starke Beikarte, konnte zwei Pik drücken und kann deswegen stechen. Ja, und erahnt vielleicht auch schon, dass jetzt hier ein Überstich unterwegs ist und sticht nur klein, aber der Überstich kommt auf 30 Augen. Und das ist insofern besonders unangenehm, als es den Spieler jetzt hier in eine Trumpfkürze treibt, denn es kommt natürlich nochmal die Stechfarbe. Sagen wir mal, Mittelhand geht hier ruhig mit der Herz 10 rauf. Kann er jetzt machen oder später, das ist nicht entscheidend. Fette Beute also für den Spieler. Aber er muss jetzt hier eben in Pik, dank des Überstiches in Pik, muss er jetzt schon das zweite Mal Herz stechen, hat also ziemlich viele Trümpfe verloren und ist jetzt plötzlich in der Situation, dass er nicht mehr Trumpf ziehen kann, denn es fehlen noch zwei Trümpfe, einer, der darüber kann, und dann kommt er eben zu kurz. Damit er also nur noch zwei Stiche abgibt, muss er jetzt über die Dörfer gehen. Kreuz Ass.
Kreuz Lusche, Kreuz Lusche. Kreuz 10 hinterher, und jetzt muss der Spieler hier natürlich wach sein, aufgewacht sein, aufmerksam sein. Es ist ja an sich alles klar, der Spieler hatte genau einen Pik, der Spieler hat kein Herz, und er geht jetzt über die Dörfer. Das ist ein sicheres Indiz, dass er nicht etwa 7 Trümpfe hat. Dann hätte er wohl weiter Trumpf gespielt oder gar 8 Trümpfe, sondern dass er natürlich nur die 6 Trümpfe hat, und dann muss er ja 3 Kreuz dabei haben. Das heißt, es ist schon so gut wie sicher mit 99,9%, dass sein Partner jetzt stechen kann. Also rein da mit der Dame, und dann kann hier eben diese Trumpflusche doch noch zu ihrer Geltung kommen. Das heißt, dass der Spieler hier im ersten Trumpf Stich Karo Bube rausgenommen hat. Damit hat er letztlich gar keinen Trumpfstich aufgegeben. Die Trumpf 8 macht jetzt noch ihren Job auf 43. Und auch das würde noch nicht reichen, wenn wir jetzt einfach nur zählen Pik, Bube, Trumpf, Dame und Herz, König, sondern perfide, wie das Spiel nun mal ist, bringt die Pikfarbe, die wir ursprünglich geöffnet haben, jetzt im achten Stich nochmal Früchte. Der Alleinspieler muss hier die Pik-Lusche natürlich stechen, und damit wird es dem Spieler hier nochmal möglich, sogar diese letzte Kreuz-Lusche abzutragen. Erst der fiese Überstich, jetzt Abtrag dieser Lusche, und erst damit hat sich jetzt alles für den perfekten Sturm aufgebaut. Auf den Kreuzkönig bei 43 liegen kann jetzt noch das Herz Ass gewimmelt werden, und damit erfolgt der Einstich genau auf 60 Augen. Und ja, das finde ich einfach Weltklasse. Man hat fast das Gefühl, es ist vom Skatgott persönlich so vorbereitet, auf 60 Augen so ein schönes Spiel gegen eine ganz glatte Trumpfverteilung zu verlieren. Das ist natürlich nur möglich, wenn durch den trumpfkürzeren Spieler hier der Überstich erfolgt und es damit zu so einer Trumpfknappheit kommt, dass es den Alleinspieler zwingt, über die Dörfer zu gehen. Also jeder Zug musste hier sitzen, es gab keine andere Möglichkeit, dieses Spiel zu schlagen. So aber kann der Alleinspieler sich nicht wehren, und ich habe mich damals schon sehr darüber gefreut, habe lange dran auch erstmal gesessen, und das war dann so ein richtiges Aha-Erlebnis. Also wenn du die Chance hast, überzustechen, selbst wenn da jetzt vielleicht nicht Pik 10 liegt, sondern Pik 10 schon im ersten Stich gelegt wurde und dann nur noch die Dame kommt, Pik Dame, Herz Bube, solltest du deinen Kreuzbuben investieren. Überstich ist meistens gut für euch als Gegenpartei, gerade wenn es eben aus einer Trumpf-kurzen Situation erfolgt, weil es den Alleinspieler einfach in Trumpf sehr schwächt. Und das ist eben die Erkenntnis, vielleicht das interessanteste Motiv, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können. Also Fabian, sehr aufmerksam beobachtet, sehr interessante Partie. Danke für dieses schöne Rätsel. Und ich möchte mich auch einmal bedanken bei den treuen Unterstützern meines Kanals, in dem Fall hier ein paar von den Patreons, die mich sehr regelmäßig seit längerer Zeit schon unterstützen. Bastian Föst, Birte Knob, Bärbel Wendt, Carsten Landgraf, Christian Schebitz und Christoph Bohr. Vielen Dank für eure Unterstützung, ich weiß das sehr zu schätzen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball und wie immer,